Ja, hier ist der Dennis Schneckerl hier bei der Quali in der Wiener Stadthalle und wir werden dann ein bisschen was filmen, Leute interviewen, Leuten am Sack gehen und ja, schauen wir mal, was wir alles vor die Linse bekommen. Viel Dank und auf Wiedersehen. Breaktime TV ist jetzt hier in der sogenannten Merchandise-Zone. Wir gehen da jetzt zu Prinz. Prinz bringt ja bekanntlich nächstes Jahr einige neue Rackets auf den Markt. Und jetzt schauen wir, ob wir da schon was finden. Aber es schaut nicht so aus. Vielleicht kann uns da der Herr von Prinz ein bisschen was dazu sagen. Nicht direkt Konkurrenz von Tennisball, aber hallo, übrigens. Hallo. Ja, wir haben im Internet bereits über Tennis Warehouse, das ist die Konkurrenz, aber die ist in Amerika, einige der Modelle bereits gesehen. Was habt ihr für einen Eindruck? Habt ihr schon irgendwas da, was ihr uns zeigen könnt, oder ist das jetzt noch geheim? Ich habe es jetzt hier leider, darf ich es hier noch nicht veröffentlichen. Ja. Wir haben jetzt für unsere Stores in Deutschland und Österreich die ersten Schläger bekommen, die wir da so zur Präsentation haben, um so ein bisschen Neugierde zu wecken. Und wir dürfen es leider hier auf dem Turnier noch nicht zeigen. Okay. Ja, wir hatten sie ursprünglich angedacht mitzunehmen, aber dürfen wir noch nicht. Was kannst du uns da jetzt sagen? Was, wird das irgendwie eine Revolution werden oder möchte man sich da jetzt nur irgendwie den Wilson, diesen offenen Seitenbetten von Wilson da ein bisschen anpassen? So ein bisschen mehr Insider in der Szene ist, hatte Prinz das ganze System eigentlich schon produktfertig vor über einem Jahr. Also sogar vor der Steam-Präsentation und muss es leider nur verschieben aufgrund des Besitzerwechsels. Und Prinz kennt sich, glaube ich, in dem Thema auch schon ganz gut aus. Ja. Das früher auch schon mal hatten mit weniger Seiten. Ich denke schon, dass es funktionieren wird. Ich bringe auch eine komplette Seitenrange neu dazu. Aha, das heißt, da kommt dann auch eine dementsprechend angepasste Seiten und Stärke Fall, ja. Des Durchmessers. Nicht nur Seitenstärke, sondern drei komplette Neuentwicklungen. Und alle im Grunde genommen auch auf unterschiedlichen Bereichen passend zu den Schlägern. Und wann wird das Ganze, wann kann man dann als Consumer das dann beziehen? Die ersten Rackets werden kommen zum Dezember. Noch nicht die ganze Range, aber komplett ab Ende Januar. Ende Januar. Mhm. Gut, da sind wir gespannt und ja, hoffen wir natürlich, dass das dann wieder ein Verkaufsschlager wird. Ich denke schon. Danke. Gerne. Adidas, Nike, die neuesten Kollektionen, alle da, hier im Verkaufssektor des Turniers hier im Foyer der Wiener Stadthalle. Wiener städtische Versicherungen spielen da wie? Nein, das ist die Xbox Kinect. Oder Xbox, ja, wurscht. Gar keine Ahnung. Bevor es mir mit sowas eigentlich seiten, spiele auch selbst nicht mehr. Außer alte Arcade-Klassiker, das interessiert mich, aber das ist mir einfach zu modern, zu neu. Wo ist der Ball? Das ist Dennis, was da gespielt wird. Ich einen Punkt gemacht. Jetzt schauen wir uns jetzt auch von vorne an, diese Bewegungen der Damen. Von vorne. Okay. Das ist also die Steuerung ist echt nicht die einfachste. So sehen im Fitnessprogramme von der Jugend heute aus. Man geht nicht mehr in den Turnsaal und tut Ball spielen, man sitzt nur mehr oder steht.
steht nur mal zu Hause vor der Glotzen und dort irgendwie probieren. Aber nimmt auch und fünf Minuten später holt man sich dann wieder auf die Couch und dort und schaut seinen Film an. Bekanntlich ist jedes Gewerbe, speziell das Gastgewerbe, sehr wichtig hier bei so einem Turnier. Da ist eine Dame, die verkauft hier Weckerl, Wurstsemmeln. Es geht ja dann, glaube ich, erst richtig los am Montag, oder? Ja. Was verkauft man da so am Tag? Da geht es dann ordentlich zur Sache, oder? Naja, also viel Tennisstoffe ja, aber viel im Vergleich zu sonstigen Saaten oder Veranstaltungen eigentlich nicht. Zählt ihr da, wie viel Wurstsemmeln oder so man verkauft? Macht ihr so eine Stricherliste? Genau. Echt wahr? Was geht da so pro Tag weg? Naja. An so einem Samstag oder Sonntag? An einem Samstag oder Sonntag, naja, 4 Weckerl am Tag. Wie viel? 4 Weckerl am Tag. Was, jetzt am Finaltag? Nein, am Finaltag nicht. Nein, ihr redet vom Samstag, Sonntag, am kommenden. Naja, schon. 4.000 wahrscheinlich, oder? aber dreistellige Zahl sicher, oder? Umsatz ja, vielleicht. Ja. Ich habe noch keinen Appetit, aber vielleicht komme ich dann. Gerne, natürlich. Auf einen Wecker oder auf einen Snack. Was gibt's noch da? Schauen wir da weiter rüber. Corona-Bier. Ui, da Finger weg von dem. Finger weg. Das ist jetzt der Bereich vor der Halle B. Da gibt es einen Einlass. Und da kann man mal dann noch reingehen, weil man würde sonst den Spielbetrieb stören. Und da warten schon ca. 30 Leute auf den Eingang, auf den Einlass. Wir werden dann reinschauen. Ich glaube sogar, dass ein Österreicher spielt. Mal schauen. So schaut das Ganze jetzt aus, wenn man hier in den Bereich der Halle B kommt. Man sieht hier, ja, man glaubt das gar nicht, das ist eigentlich eine Qualifikation, eine erste Runde der Qualifikation, ob nur so interessant ist. Da geht man rein, wenn man dann wahrscheinlich mal kurz... Ah, das ist der Schandl schon wieder. Überall, wo wir reinkommen, ist der Schandl. Wie ein Ratsdurk verfolgt uns der Schandl. Du hast mich nicht. Viele sind da vertreten. Adnan Al-Mahmoud spielt gegen Philipp Lahm. Ist aber momentan ein bisschen überfordert. 30-0. Okay. Schnell wieder kurz am B-Platz. Da tut sich nicht viel. Was sagt sie da? Schon ein krasser Unterschied, oder, Gerald? Ja, scheint eher Meisterschaftspartie irgendwo Landesliga zu sein, als auch Qualifikation. Okay. Aber jeder will es einmal versuchen. Ne? Ja, vielleicht wir nächstes Jahr. Schauen wir mal. Ja. Darfst du schießen heute, Matthias? Darfst du schießen? Den kenne ich, das ist ein Schiedsrichter. Und der hat mir öfters erzählt, dass das ganze Schiedsrichter, diese ganze Schiedsrichterpartie eine reine Arschkrallerei ist. Also. Das haben wir als Beamte nicht mehr. Eine richtige Lobby, das ist eine richtige Lobby. Adnan schlägt auf gegen den Matchverlust. Wow, das ist überfordert. Das geht noch an, das ist schon ein Match. Spiel.
Lang 4-5-3, 5 games to 3. Spiel, zweite Siegang, zweite Sätze, 6-0 Wiesbaden. Zuschauer Wiesbaden. Servus Adnan, ich bin extra für, wegen dir bin ich extra gekommen heute. Ich muss dir Sie gratulieren. Servus. Hallo. Und? Ich hab deinen Namen gestern, hallo. Deinen Namen im Hauptbewerb gesehen, also in der Quali. Ja. Und da habe ich gesagt, jetzt komme ich vorbei. Ja. Mich interessiert das und jetzt habe ich ein bisschen was gefilmt. Also du wirst dich dann auf jeden Fall... Gut, dass du spät hast gekommen, am Schluss hast du gesehen ein bisschen Tennis. Jetzt habe ich ein bisschen was. Ein bisschen Tennis. Aber ach, das muss ich jetzt filmen, da, wenn du da bist, dann machen. Ja, alles klar. Siehst du mal. Gut, dass du bist gut. Spät gekommen, ne? Ich bin jetzt vor 20 Minuten, habe ich mir angeschaut, letzte. Ja, war schon ein Satz fertig, oder? Ja. Erstes Satz war Katastrophe, jetzt ein bisschen. Nein. Wie bist du dazu gekommen, hier mitzuspielen? Ich habe doppelte TV-Punkte, ne? Echt? Super. Und so kann ich reinkommen. Und für Rumänien war klar, ne? Bist du quasi für dein Land. Ja, das ist aus Rumänien so. Vertreten. Ich habe gewusst, dass ich kann mit Doppelpunkte spielen. Das ist. Na gut. Okay, super, dass wir dich gesehen haben. Ja, und dann siehst du dann alles dann auf YouTube. Ja. Okay. Freue mich. Können wir jetzt reingehen und fragen. Ich nehme an, ihr seid der Infoschalter, wo man alle möglichen Informationen einholen kann. Leider nicht. Was habt ihr da für Funktion? Wir haben da Gewinnspiele. Achso, okay. Einerseits, wo Gewinnspiele. Man Training mit dem Melzer gewinnen kann und andererseits auch... Der Melzer spielt ja gar nicht. Der hat zurückgezogen. Das ist, wo man Training aber das Training steht da zur Verfügung. Genau, das Training, okay. Das ist dann ach so. Habt ihr gratis Bälle auch für mich, oder? Ja, genau. Schauen wir mal. Gratis Ball für Kinder hätten wir noch ein Scheißband.